The point is that if we don't have the support, if we don't have the foundation of physical actions, verbal actions, and also a proper attitude to the sense impact, then we cannot work properly on the mind. Mm? Do you get the idea? If we don't, if we are not aware, if we don't know. You're referring to the silas? Yes. Or, sila means any kind of conduct, you know. So if we are not, if we are not able to find any kind of happiness with that, then will there be enough support only to get their mental happiness? Also, es ist immer notwendig, dass wir auch in dem, auf den anderen Ebenen, also auf der körperlichen und auf der verbalen Ebene, sowas wie eine Grundlage haben, eine Grundlage einer bestimmten Lebensführung. Ich habe danach gefragt, ob er sich auf die Silas, also auf das Praktizieren der Gelübde beispielsweise bezieht. Und er meinte, ja, also wir müssen auch da schon bereits eine Grundlage haben, um dann überhaupt in diese, ja, auf die Ebene des geistigen Glücks zu gelangen. So, we could say, I think, that this is possible. Huh? We just look at the mind itself, and then we develop good qualities of mind, and then with our determination, we can arrive at some kinds of happiness. This is possible. Es ist auch möglich, dass wir andersrum gehen, also dass wir mit dem Geist anfangen und sagen, okay, wir kultivieren jetzt besonders heilsame Qualitäten auf der geistigen Ebene und gehen dann zurück zu den anderen beiden, also verbal und körperliche Aktions- oder Handlungsebene und verändern dort etwas. But it will be much easier if we have done good things. Aber es ist sehr, sehr viel einfacher, eben über das Verrichten oder Tun guter Dinge zu beginnen. Because we have seen that everything, every causes brings an effect. So if we didn't care at all about what we did, we might have done things that were not so good also. Denn wir haben ja gesehen, alle Wirkungen haben eine Ursache. Und wenn wir uns nicht drum scheren und nicht schauen, ja, was habe ich denn da jetzt gemacht? Was hat das für eine Wirkung erbracht oder erzielt? Dann ist das eben nicht gut. And also, we may have done things that are really good. Und außerdem, wir haben ja vielleicht auch Dinge getan, die wirklich gut waren. So, when we sit and we say, no, happiness is just in the mind and I'm just working on my mind, you try it. Wenn wir also da sitzen, uns da hinhocken und sagen, ja, das Glück ist nur in meinem Geist, ist nur in meinem Geist, und da bleibt es halt auch. So the first thing you will have is all the memory of the past. That means you will go up to the childhood. Everything that you have done, many things, the tendency will just to repeat again what you have done. You know, so the memory will be predominant at the beginning. Also wenn ihr das macht, auf der geistigen Ebene bleibt, dann wird es ja so eine Art Erinnerungsstrom wird dann einsetzen über die Dinge oder an die Dinge werdet ihr euch erinnern, die ihr getan habt in der Kindheit oder eben früher in eurem Leben. So, just experiment. If you remember, for example, that you have taken care of your children and then you gave something there and then you did so many good things, you know, that you sacrificed and you did your best, for example, in your life, then you meditate and then just thinking about the good actions that you have done, you get happiness. Right from the beginning. It's like a free ticket. Also beispielsweise, wenn ihr mal experimentieren wollt und bewegt in eurem Geist Erinnerungen wie, ja, ich habe gut für meine Familie oder für meine Kinder gesorgt oder ich habe dieses und jenes Gutes getan, dann erzeugt das, wenn ihr euch da rein vertieft, auch gleich eine ganz bestimmte Geisteshaltung. And then the opposite will also be there. And if you have done things that were not so suitable, you try and then all those things will come to your memory. You will have a big deal of difficulty to deal with that. Und das Gegenteil ist natürlich auch der Fall. Also wenn ihr schwierige Situationen erinnert und so weiter, dann wird es eher ja nicht zu einem sehr glücklichen Geisteszustand führen. Ich habe eben noch unterschlagen, er meinte, wenn man dann in dieses Glücksgefühl reinkommt oder wieder reinkommt, dann ist das wie eine Freikarte. And who knows if you will need a psychotherapist. Und wer weiß schon, ob er einen Psychotherapeuten benötigt. So, the things we are doing are influencing
what we are now. So what we are now, it's conditioned by what we have done in the past. So if we want to cultivate, if we want to develop happiness, if we want to refine happiness, we have to start from the base. That means the base, the foundation has to be there. We get the normal happiness, the social happiness, and then the happiness in general. And then we know that actually the happiness is from the states of mind. So by developing the good states of happiness, the basic thing, then we can refine our happiness and it's more harmonious and also it's more complete. Okay, the first two sentences, because they were really important. Yes, I forgot. Me too. Yes, so if we work with the base. Yeah, that's no. Before that, you said it was very one-pointed. Weiß noch jemand? Die ersten zwei Sätze waren richtig gut. So anyway, what I try to say is that if we had been very skillful in handling our life properly and I remember now. Yes. Er hat gesagt, das was wir jetzt machen, definiert oder macht uns zu dem, was wir sind, und das, was wir in der Vergangenheit getan haben, das hat dazu beigetragen, dass wir jetzt so sind, wie wir sind. So ähnlich. Und dann meinte er noch so von wegen, um wirklich in das Glücksgefühl hinein zu gelangen, müssen wir uns erstmal sowas wie eine Grundlage erarbeiten, ein Fundament. Und dieses Fundament hat natürlich auch etwas mit unserem sozialen Netz zu tun, mit dem Netzwerk, also mit der Gemeinschaft, in der wir leben. And the other advantage we will have by developing skills in getting the normal happiness of everybody. You get? Yeah, there is a gap, a small gap now, but yeah, because I retranslated the beginning. Yes, that's why. Okay. So, can I continue? Yeah, just continue, and I will try to catch up and fill in the gap again. Right, okay. Yeah. So then we see that what we have done also will be a support to our spiritual practice. So we have seen that. Also wenn wir das alles reflektieren, dann können wir auch betrachten, ob das, was wir getan haben oder so, wie wir eben gehandelt haben, ob das ein Beitrag, ein unterstützender Beitrag für unsere spirituelle Praxis ist. So the other advantage that we will get is that if the spiritual practice is not going so well, because we cannot always be in our room and closed eyes. Der andere Vorteil ist, den wir daraus betrachten können, indem wir über die Dinge reflektieren, denn es ist ja so, dass wir nicht immer irgendwo im stillen Kämmerlein hocken können und spirituell vor uns hin praktizieren können. Then we will have a means to be happy, right? And then there will be no conflict, because life is everywhere. Life is not only in Samadhi or in in deep states of high concentration bliss. Dann werden wir ein Werkzeug finden, denn es ist ja so, dass Samadhi oder Konzentration und auch Verzückung und Glückszustände, die sind eben nicht nur in meditativen Zuständen erfahrbar oder herbeiführbar, sondern eben auch im sonstigen Leben. So now I will continue and we are coming to an end. Okay. And I will come to a kind of conclusion, and it's practical. So the point in our life, especially in the modern society, is that we don't take time to do things, so we cannot see what is the advantage I am getting by things, how is my state of mind when I am doing things. Also ich komme jetzt zu so einer Art Schlussfolgerung, auch durchaus praktisch orientiert, denn es ist ja so, wenn wir uns unser modernes Leben anschauen, dann ist das Hauptproblem eigentlich folgendermaßen, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, um die Dinge zu verrichten, die wir tun. Und dadurch, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, können wir auch gar nicht abwägen, ob etwas jetzt gut ist, also zuträglich für unser Leben ist, oder eben eher nicht. So when we are doing things, then we are thinking about something else. Wenn wir nämlich die Dinge tun, dann denken wir über was ganz anderes nach, während wir die Dinge tun. So the first practice will be to come back to what we are doing. Also wird die erste praktische Übung darin bestehen, dass wir uns wirklich dem zuwenden, was wir tun.
And then we reconnect to the feeling that we are having when we are doing those activities. Und dann verbinden wir uns rück, also rückverbinden wir uns mit dem Gefühl, welches wir haben, während wir die Dinge tun, die wir tun.